Hat die Zeitvorstellung etwas mit Gesundheit zu tun? Eigentlich kann man den Einfluss von Zeit auf den Körper ja deutlich spüren. Man wird geboren, wächst und altert. Aber auch die Zeitvorstellung, die man im Leben benutzt, hat tatsächlich eine starke Wirkung auf physische Prozesse. Ein Zeitbild kann nicht unbedingt entworfen und willkürlich umgestaltet werden. Es sind ganz bestimmte Rhythmen und Gesetzmäßigkeiten, über die man mit den Bewegungen im Universum, der Erde und dem Leben hier in Verbindung steht. Unsere Zeitrechnung basiert sogar noch auf Körperfunktionen, nur denkt man meist nicht mehr daran, dass hier eine Wechselbeziehung besteht und welche Bedeutung gerade die Bewegung des eigenen Herzens hier hat. Das menschliche Herz schlägt 60 Mal in der Minute. Das ist der Fall bei einem gesunden Menschen, wenn er nicht aufgebracht ist, sondern sich in einem gelassenen und ausgeglichenen Zustand befindet. Das Zeitmaß der 60 Herzschläge pro Minute ist also auch eine Richtlinie, die den Gesundheitszustand anzeigt. Der indische lunisolare Kalender überliefert einige erstaunliche Erklärungen über die Beziehung von zeitlichen Rhythmen zu bestimmten Körperfunktionen, noch aus der vedischen Zeit. Diese Zusammenhänge sind wirklich einer Beachtung wert, gerade heute, wo Bluthochdruck ja fast schon zum neuen Normalzustand wird. Die vedische Zeitrechnung ist vermutlich hauptsächlich durch die Schilderung der Yugas bekannt, die großen Zeitalter, die die Erde in 25.920 Jahren durchläuft. Dieser Zeitzyklus entspricht auch der Präzession der Erdachse, die in diesem Zeitraum einen vollen Kreis zeichnet. Teilt man diese 25.920 Jahre durch 60, die Anzahl der Herzschläge pro Minute, dann ergibt das 432. Die Zahl ist recht interessant in Bezug auf die Herzschläge an einem Tag. 60 Herzschläge mal 60 Minuten ergibt 3600 Herzschläge in einer Stunde. Das Ganze mal 24 ergibt 86.400 Herzschläge an einem Tag. Und wenn man diese durch 2 teilt, also in eine Tag- und eine Nachthälfte gliedert, erhält man den gleichen Zahlenwert. Das bedeutet, dass der große Zeitzyklus in Relation zum menschlichen Kreislaufsystem steht, und zwar in zweifacher Form. Einmal, was die Bewegung des Herzens bezüglich der Erfahrung in der äußeren Welt am Tag betrifft, zum anderen bei Nacht in der inneren Welt. Ein Zeitfaktor, auf den ich später noch zurückkomme. Betrachten wir zunächst einmal den Rhythmus des Atems. Die Bewegung des Herzens ist sehr eng an den Atemfluss gekoppelt, sodass bei erhöhter Pulsrate auch der Atem sich beschleunigt. Deswegen gilt auch hier der Normalzustand eines gesunden Menschen, der nicht emotional aufgebracht ist, als Maßeinheit. Im Zustand der Ausgeglichenheit sind es 15 Atemzüge in einer Minute. 15 Atemzüge mal 60 Minuten ergibt 900 Atemzüge in einer Stunde. Das Ganze mal 24 erhält man 21.600 Atemzüge für die Dauer eines Tages. Diese Zahl entspricht dem Äquatorumfang in nautischen Meilen oder Seemeilen. Dieses Maß beschreibt eine Winkelminute oder Bogenminute am Äquator. Unsere Zeitrechnung orientiert sich an den Meridianen, die den Äquator kreuzen. Der Nullmeridian wurde ja bei Greenwich festgelegt. Das bedeutet also, dass der Äquatorumfang ein Kreis ist mit 360 Grad und ein Grad besteht aus 60 Winkelminuten. Wenn man nun entsprechend die 360 Grad mit 60 Winkelminuten multipliziert, erhält man die 21.600 Winkelminuten oder Seemeilen. Es ist somit eine Gliederung, die auf dem eigenen Atemfluss basiert und den Atemzügen an einem Tag entspricht. Das ist erstaunlich, oder? Bei diesen Maßen wird eigentlich ziemlich deutlich, dass ursprünglich doch ein recht fundiertes Wissen über die Wechselbeziehung dieser Bewegungen vorhanden war.
Außerdem konnte ganz offensichtlich der eigene Körper als Messinstrument verwendet werden. Wir haben zwar heute tolle technische Möglichkeiten, um in den Weltraum zu blicken, verschiedene Zeitmessinstrumente und Uhrenmodelle im neuesten Design. Als Energiesparmaßnahme wurde sogar eine Sommerzeit kreiert. Aber die Verbindung zu den eigenen Lebensimpulsen und der Energie, die hier zum Ausdruck kommt, ist aber irgendwie aus dem Blickfeld geraten. Obwohl diese Beziehung doch eigentlich das Wesentliche dabei ist. Die Bewegung des Mondes spielt hier eine ganz besondere Rolle. Die 13 Monde eines Jahres sind ein Zeitfaktor, der fast ganz in Vergessenheit geraten ist. Er knüpft an das Potenzial der mentalen Eigenschaften an. Die vedische Wissenschaft vom Licht überliefert in Bezug auf den Mond eine Gliederung des Jahreskreises in 27 Abschnitte, die Nakshatras. Ähnlich wie die bekannten 12 Sternbilder des Tierkreises als Stationen im Lauf der Sonne am Himmel betrachtet werden, so repräsentieren diese 27 Stationen die Gesichter des Mondes. In der Zeit, wenn die Erde ein Nakshatra durchläuft, bewegt sich der Mond halb um die Erde. Und wenn sie das nächste Nakshatra durchlaufen hat, ist ein ganzer Mondzyklus abgeschlossen. Es ist also eine schlängelnde Bewegung, die sich hier abzeichnet. Und da die Gliederung in 27 Abschnitte eine ungerade Zahl ist, spiegelt sich diese Wellenbewegung beim nächsten Durchlauf. Es ist ein ausgleichendes Prinzip. Auf die Bewegung des Mondes reagiert der menschliche Körper ebenfalls, beziehungsweise korrespondiert mit ihr. Deutlich zeigt sich diese Beziehung am Beispiel der Menstruationszyklen des weiblichen Körpers. Als größter Beleuchtungsfaktor am nächtlichen Himmel haben die Mondphasen jedoch auch eine starke Auswirkung auf die Hormonsekretion der Zirbeldrüse und damit verbundene Funktionen, wie zum Beispiel die Vorstellungsfähigkeit. Die Mondphasen reflektieren das Sonnenlicht und repräsentieren auch im übertragenen Sinne das Spektrum der persönlichen Reflexionsfähigkeit. Das Potenzial, sich ein eigenes Bild zu machen und Angelegenheiten aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, Informationen innerlich zu verarbeiten und zu verdauen, wie auch im nächtlichen Traum erleben. Was auf der physischen Ebene wie die weiblichen Menstruationszyklen mit Fruchtbarkeit assoziiert wird, erscheint hier als geistiges Potenzial und bildet die polare Ergänzung zu den rational-analytischen Mentalfunktionen. Der Mond hat eine Schlüsselfunktion in Bezug auf vernetztes Denken, das Verständnis von Körpersprache sowie die Bedeutung von Atem- und Pulsrhythmen. Also genau das Thema der vergessenen Wirkungsweise eines Zeitbildes. Es heißt, dass auch der Rhythmus, in welchem die Aktivitätsphasen der Gehirnhemisphären wechseln, auf der Interaktion von Mondumlaufbahn und Ekliptik basieren. Die Schnittpunkte, wo Mondumlaufbahn und Ekliptik sich kreuzen, sind zwar nicht sichtbar, aber sie gelten als energetisch bedeutsame Punkte. Die Mondknoten. Im Indischen sind der auf- und absteigende Mondknoten als Rahu und Ketu überliefert und werden als Kopf und Schwanz einer drachenartigen Charaktere beschrieben. In Bezug auf die individuelle Zeit repräsentiert der Schwanz die Vergangenheit, angesammelte Erfahrungen und Prägungen, die emotional angereichert sind. Der Kopf steht für die Kehrseite dieser Abdrücke und damit verbundene, in die Zukunft gerichtete Projektionen, also Dinge, die man aufgrund der Vorgeschichte als abstoßend oder anziehend empfindet. Über den Fluss des Atems lässt sich zum einen recht einfach feststellen, wie stark die emotionale Bindung zu diesen Vorstellungsinhalten ist. Er beschleunigt sich dann. Zum anderen spiegelt sich auch die aktuelle Aktivitätsphase der Gehirnhemisphäre im Atemfluss wider, je nachdem, ob der Atem in der rechten oder linken Nasenpassage stärker vertreten ist. So spiegelt sich hier der Stand der persönlichen Verfassung wider.
Gleichzeitig kann der Atem auch als Hilfsmittel verwendet werden, um das Herz bei Aufruhr zu beruhigen, in Einklang zu bringen und die Anhaftung an Illusionen zu lösen. Ist der Zustand der Ausgeglichenheit erreicht, dann eröffnet sich hier sogar auch die Möglichkeit, die Qualität der Zeitströmung im Atemfluss zu spüren. Aus symbolischen Überlieferungen geht klar hervor, wie weit verbreitet diese Kenntnisse waren. Vergleichende Beispiele sind rund um den Globus zu finden. Zu diesem schlängelnden Ring und dem Geflecht der Mondknoten gibt es einiges, was beachtenswert ist, um dieses Thema hier nur kurz anklingen zu lassen. Prägungsmuster sind nicht nur Erfahrungen, die man in seinem Leben angesammelt hat, sondern es geht hier auch um sehr tiefliegende Anlagen. Ererbte Überlebensstrategien, archetypische Urmuster oder wie auch immer man diese Antriebskräfte nennen mag. Chunk-DNA ist sicherlich auch eine Bezeichnung dafür. Diese innere Anlage von Beweggründen kann effektiv zur Verhaltenssteuerung eingesetzt werden und wird auch eingesetzt. Gerade die Zahl 13 sowie auch das Schlangenmotiv sind das beste Beispiel dafür, wie durch eine negative Belegung dieser Symbolik ein gesamter Zeitaspekt ausgeblendet werden konnte. Die Möglichkeit, über den Atemfluss mit der Zeitströmung in Verbindung zu treten, zeigt, dass der Mensch eigentlich wortwörtlich wittern kann, was in der Luft liegt. Die Redewendung "Geh einfach immer der Nase nach", sowie auch andere im Volksmund überlieferte Nebensächlichkeiten, lassen erahnen, dass diese Kenntnisse auch hier verbreitet waren. Es handelt sich also nicht um einen Import aus dem fernen Indien, sondern doch vielmehr um den persönlichen Atem, in welchem sich die Bewegung des eigenen Herzens äußert, egal in welchem Land man sich befindet und zu welcher Zeit. Auch den Einfluss, den ein Taktgeber hat, der nicht mit den Körperfunktionen und dem Lichtspiel am Himmel korrespondiert, kann man sehr deutlich spüren. Wenn man in Eile Terminen hinterherjagt, beschleunigt sich der Puls. Man kann auch warten auf einen Termin. Dabei entsteht eine Leerlaufzeit, in der man meist entsprechende Bilder sich vor Augen führt und auf das kommende Ereignis projiziert. Vielleicht stellt man sich mit Spannung auf eine freudige Vorstellung ein oder wartet angespannt und zittert vor der Minute, in der sich die Tür in die Zukunft öffnet. Eine andere Variation dieser Art sind Ankündigungen wie "letzte Chance" oder "Last-Minute-Angebote". Es ist ein Spiel mit der Projektionskraft und der vergessenen, reflektierenden Eigenschaft des Mondes. Was passiert, wenn wir den Zeitpuls nach außen projizieren? Zeit als mechanisch fortschreitenden Takt betrachten, als etwas, wo man sich beeilen muss, um hinterherzukommen, als etwas, worauf man warten muss, als ein äußerer Takt, nach dem man sich richtet und auf den man sich einstellt. Natürlich hat das Auswirkungen auf das Herz. Ist dir schon einmal aufgefallen, wie unterschiedlich die Rhythmen sind, auf die man sich hier einstellt? Und dass diese meist durch künstlich geschaffene Systeme, also leblose Gebilde, vorgegeben werden, die selbst keinen eigenen Puls und kein Herz haben? Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Institutionen, Firmen, Organisationen, auch wenn hier wirklich liebenswerte und nette Menschen arbeiten, sind doch leblose Systeme, die keinen eigenen Puls haben. Aber trotzdem geben sie den Takt im Leben vor. Und dies nach sehr unterschiedlichen Konzepten. Der Terminkalender zeigt daher oft Strukturen auf, wo diese unterschiedlichen Rhythmen aufeinandertreffen. Die Interferenz, die so entsteht, ist ein Spannungspotenzial, das individuelle sowie auch zwischenmenschliche Konflikte eigentlich vorprogrammiert. Obwohl man dies sogar auch recht deutlich im Inneren spüren kann, nimmt man die Bewegung der Zeitströmung hier im persönlichen Bereich meist nicht wahr.
und hält sie nicht für wahr, weil man dem äußeren Takt mehr Bedeutung beimisst. Das bedeutet, dass ein System, das kreiert wurde und eigentlich der Vorstellung und Fantasie entsprungen ist, für Realität gehalten wird und der Puls des Lebens in den eigenen Adern Botschaften vermittelt, die als unwesentlich und häufig doch eher als unrealistisch eingestuft werden. Es heißt, dass wir uns in dem großen Zyklus der Zeitalter, im Kali-Yuga, befinden. Kali charakterisiert die Eigenschaften des abnehmenden Mondes, das heißt, dass sich Projektionen auflösen, illusorische Gebilde zerfallen. Aber auch ganz unabhängig davon scheint doch offensichtlich, dass die Lösung der meisten Probleme heute eigentlich recht einfach wäre. Die Achtung der Bewegung des Herzens. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.